Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ultimate mit Dreadnought. Wir haben die Franzosen geärgert und haben im November 1940 schon sehr spannende Schlachten gehabt. Wir hatten schon eine Flottenschlacht und jetzt haben wir die zweite Flottenschlacht. Diesmal treten wir an gegen drei Schlachtkreuzer und zahlreiche Kreuzer der Franzosen. Das sind 30 Knoten schnelle Schiffe. Wir sind ungefähr gleich schnell. Und ja, da haben wir unsere niegelnagelneue Flotte bei mit den 17-Zöllern, mit den 17-Zöllern Geschützen. Ich bin mal gespannt, wie wir uns hier jetzt schlagen. Und los geht's. Erste Gefecht lief auch relativ gut. Wir haben ein bisschen eingesteckt, aber auch nicht so schlimm. Und das französische Schlachtschiff war schon echt heftig, was wir da zerschossen haben. Das war schon ein dickes Ding. Ja, aber dank unseren Radars und so weiter werden wir es schaffen. Und ich werde mit unseren Kreuzern gegnerische Zerstörer und Co. rausnehmen wollen. Gucken wir mal. Sechs Zerstörer, vier leichte Kreuzer, sechs schwere Kreuzer. Ja, Flotten sind ungefähr ausgeglichen, rein von der Schiffsanzahl. So, dann machen wir erstmal Pause. Wir haben unsere drei, der Schlachtkreuzer kann bleiben. Schwere Kreuzer, Zerstörer 1, Zerstörer 2. Dann machen wir zwei Zerstörergruppen. Die sollen von der AI gesteuert werden. Ihr sollt normal kämpfen. So. Dann haben wir die Mare Nostrum. Ohoho, was für ein Monstrum, die Mare Nostrum. 29 Knoten fahren wir. Gegner soll sein im Südwesten. Südwesten ist hier. Auch 29 Knoten passt. Wir lassen laufen. Wir haben Radarkontakt gehabt. Da sitze. Na, nicht in Feuerreichweite. Erstes Schiff für Feuer. Okay. Unsere Kreuzer. Das ist aber auch ein Sound hier, der von unseren Schiffen kommt. 20 Kilometer. Das ist wuchtig. Gegner eröffnet das Feuer. Ist ja noch keine Treffer. Unsere Geschosse. Da haben wir einer von den Schlachtkreuzern. Und wir haben erst einen Abpraller, aber Feuer gelegt. Okay. Ich möchte euch ein bisschen mehr, dass ihr mehr Breitseiten schießen könnt. Das ist unser Dutsche. Der kommt hier hin. Wo sind die Kreuzer? Die Kreuzer sollen einen Zentimeter hier rüber. Oh, 13.000. Was war das für ein Treffer? Das muss ein Munitionstreffer gewesen sein. Pause. Sieht aus, als haben wir irgendwas Wichtiges von der Munition getroffen. .000. 4.000 Schaden auf den Zerstörer. 17 Zoll trifft Hauptdeck. 13.000 Detail.
Tja, er hat einen Killshot gesetzt. Wie geil. Okay. Das war der erste Schlachtkreuzer. Bald können sie ja Vollsalve schießen. Explosion auf dem Torpedo. Was machen die Kreuzer? Tun ihr Ding. Der Fahrer hat einen Treffer gekriegt, aber nicht schlimm. Das passiert, das gehört dazu. Dann nähert sich irgendwas an. Kreuzer. Den will ich weg haben. Lutsche. Drüben tut es auch irgendwann weh. Wir setzen eine ganze Menge Treffer. Der tickert nur hoch. Haben wir auch irgendwas Großes drüben getroffen. Was für eine schöne Vollsalve von der Dominatus. Und die Ducha auch. Was für ein schöner Zaun. Wir gucken mal, wie sieht es hier drüben aus. Wir haben Kreuzer wohl getroffen. Explosion. Noch ein Schiff, was wir nicht genau identifizieren konnten, sinkt. Oh, treffen wir gut mit denen. Alter Falter. Das müsste ein Kreuzer sein, den wir da versenken. Schöne Salve. Die Dusche macht's auch, die hat ein kleines Feuer am Heck. Aber ansonsten passt es. Die Flotte kann leicht eindrehen. Die Kreuzer können auch etwas eindrehen. Sie sind am Laden. Wieder was versenkt. Ja, keine Chance. Das Entfernungsgefecht dominieren wir eindeutig. Hier ist noch die St. Louis. Die wehrt sich noch. Die Esperanza. Hat den Kreuzer versenkt. Torpedos von uns sind auch auf dem Weg. Der ist explodiert. Esperanza ist gesunken durch schwere Flutung. Jetzt möchte ich gerne, dass meine Schlachtschiffgruppe konzentriert das Feuer auf den letzten Schlachtkreuzer.
Kommt. Die St. Louis. Treffen sie ein paar Mal. Sehr schön. Fulminante. Hat einen Wassereinbruch. Boah, was für ein Bild. Nur Dauerfeuer von unseren Mare Nostrums. Kampfentfernung. Wir können, glaube ich, noch ein bisschen weiter verkürzen. Wo ist die Dusche? Gut, kann auch nicht daran gehen. Lass ein bisschen laufen. Okay, St. Louis wird, glaube ich, gleich sinken. Die Kreuzer, so schießen wir den auch. Die Kreuzer können ein bisschen, ran. Drehen. Also eine Schlachtschiffe. Die drehen sich, okay. Oh, die Dusche! Wer hat sie erwischt? Wer hat jetzt die Dusche erwischt? Da müssen wir mal gucken. Ah, Torpedotreffer durch Flutung. Main Gun destroyed. Ah, okay. Munitionsexplosion. Weil es den Turm zerstört hat. Schade. Da erwischt unseren Schlachtkreuzer. Gut. Opfer müssen gebracht werden. Sinkt, sinkt, sinkt. Wir lassen weiterlaufen. Noch 10 Kilometer entfernt. Verkürzt noch ein bisschen. Die Schlachtis verkürzt noch ganz leicht. Was ist nun los? Nebel? Wetter hat sich verschlechtert, okay. Na, die Rousseau kriegen wir da auch noch. Sich verschlechtert. So, die sinken alle. Okay, jetzt können wir die Schlacht abbrechen. Ich glaube, 3 Kreuzer haben wir den gelassen.
Oh, schöner Treffer. Wird auch stürmisch jetzt. Und der Entenschlacht. Ein Schiff verloren. In der Schlachtbreite, schade. Schade, einen Schlachtkreuzer. Einen modernen Schlachtkreuzer. So, haben wir leichte Schaden, ein Schiff. So, nur leichte Schäden sonst. Und ansonsten. Oh, wir haben sogar noch ein mehr versenkt. Nur zwei Kreuzer sind entkommen. Der Devaston-Klasse, Devaston-Klasse, was haben wir da versenkt? Gürden. Die Valdec, Devaston-Klasse. Sehr schön. Nochmal 13.000 Siegpunkte dazu. So, dann ist hier. Oh! Oh! Eine Western-Mediterrane Schlachtgruppe gegen andere Schlachtgruppe. Oh, viele Schlachtschiffe. Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer. 13 Zoll Geschütz. Okay. 13 Zoll Geschütz. 13 Zöller. 13 Zöller. 13 Zöller. 13 Zöller. Okay. Imperator Quintus. Eine Roma-Klasse und Admiral Grandioso. Ein Demi-Dam-Buster. Wird ja auch wieder nochmal eine Schlachtgruppe. Das ist die letzte Schlacht. Und die kämpfen wir natürlich auch durch. Krass. Da wollten die Franzosen das echt wissen. Ich muss nochmal zusammen, wie wir denn versenkt haben. Das wird ja mal interessant, denn. Das wird ja echt interessant. Das mache ich, das blende ich dann am Ende der Folge ein, wie viel wir versenkt haben. An Schiffen. Das lohnt sich doch schon mal. Es gab schon mal lauter spannende Schlachten. Was haben wir denn? Wir haben hier 1,6. 2 Millionen. 500.000, 500.000, 600. Das sind alles relativ moderne Schiffe, 1 Milliarde. Das könnte eklig werden. Moderne Schiffe, 120 Panzerungen, 158, 130. Puh. Aber wenig Begleitschiffe. Also wir könnten mit unseren Zerstörern vor. Wir haben viele Zerstörer bei. Und die gegnerischen Schiffe in Unordnung bringen und bekämpfen mit unseren Zerstörern. Das wäre eine Möglichkeit. Zwei Zerstörerflottillen, die dann schön reinhauen. Okay. Drei unserer vier Schlachtgruppen haben tatsächlich Kämpfe jetzt gehabt. Haben wieder wunderbares Wetter. So, 5, 6. Vier Zerstörer, 10 Zerstörer, wir machen zwei 5er Zerstörergruppen. So, wir machen erstmal Pause. Radar sagt direkt vor uns. Das sind die. Also dann die tätschen wir erstmal. Ich möchte ich detachen. Tück. 5. 2. So. Eine Zerstörer. Ihr macht erstmal Torpedo halt. Eine Zerstörergruppe dahin. Ihr macht Torpedo halt. Eine Zerstörergruppe dahin. So, Schlachtschiffe passt. 26 Knoten. 26 Knoten.
31, ihr sollt nicht so schnell fahren. Macht auch mal 26. Wir lassen erstmal laufen. Radar sagt direkt voraus. Da kommen sie auch schon. Gucken wir uns die mal an. Okay. Mächtig gewaltig. Ja, das sind alles mehr oder weniger dieselben Klassen. Und hier haben wir nochmal so ein Teil und das ist auch nochmal so ein Teil, okay. Ich möchte, dass ihr leicht anfangt einzudrehen. Wo sind die? Isabella? Du darfst schneller sein, danke. Und ihr könnt jetzt auch ein bisschen schneller werden. Dreht langfristig ein. Zerstörer sollen jetzt ein bisschen mehr eindrehen, volle Geschwindigkeit. Kampfentfernung 33 Kilometer zum Teil. Ersten Treffer gesetzt, 200.000. Zerstörer machen erstmal eine Sturmfahrt. Ich möchte euch nie noch mehr eingedreht haben. Zerstörer werden ein bisschen langsamer, damit die hier aufholen können. Wieder ein Treffer, sechs Treffer jetzt gesetzt. Erster Zerstörer, nebelt euch ein. Gas geben. Zerstörer, fangen wir das Zerstörergefecht an. Sehr gut. Gehen hier mit euch ein. Normaler Torpedoangriff. Gehen hier mit euch ein. Ich sehe. Normaler Torpedoangriff. Also Torpedosalven sind im Wasser. Vermutlich leicht Kreuzer versenkt. Wir haben einen Zerstörer versenkt, den vermuteten. Setze ich jetzt auf KI-Kontrolle. Ihr habt euren Teil gemacht, ihr habt das gemacht, was ihr machen solltet. Die Gegner massiv nerven. So, Kreuzer zerstört.
Treffer. Versenkt. Ordentlich. Schieß mal auf die Tethys. Die Republik schön getroffen. Auf die Häuser am Schießen. Munitionsexplosion? Ja. Tethys versenkt. Sehr schön. Oh, Republik versenkt. Sehr schön. Okay, Admiral Grandioso. Ich werde mal in die Richtung ein bisschen. Zerstörer. Haben wir noch ein paar. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Alle unsere Schiffe sehen recht gut aus. Wir drehen ein bisschen ein. Manuel 1. Was ist mit dir los? Schwere Treffer gekriegt. Dich detachen mal. Manuel 1. Du gehst nach Hause. Die Schlachtschiffe tanken noch ordentlich. Kampfprobe. Isabella macht eine Kampfprobe und kann ein bisschen auf das Geschäft gehen, während die sehr schön. Boron haben wir versenkt.
Explosionen gab es eine ganze Menge. Der Heroin. So, der Geschütz zerstört. 24% Mannschaftsverluste. Ein wenig eindrehen. Würde ich sagen, schießen wir mal voll Salven. Das macht ihr schon, der schießt eigentlich schon ziemlich gut. Die Kreuzer können sich wieder im Gefecht beteiligen. Das war eine schöne Vollsalve. Hier noch ein bisschen ein, Isabella, nicht mal stiften. Getroffen, aber ein paar. Die Bowie wird nicht mehr lange durchhalten. Und die Bowie sinkt, sehr schön. Machen Mühe besser. Und hier brennt auch. Kreuzer können unterstützen, ihre Mittelartillerie. Jetzt schießen wir sie kaputt. Leerturm zerstört, Hauptturm zerstört. Hat sich ergeben, das ist nur noch ein Schiff. Hier dreht mal ein. Und sinkt durch Feuer. Wir haben gewonnen. Sehr schön. 4 Schiffe verloren. 4 Zerstörer müssten wir verloren haben. Und ja. Was ist das? Du bist ein Soldati 2. Ein Soldati 2. Gucken wir mal. Ah, was für eine Gucken wir mal. Leichter Schaden, leichter Schaden, leichter Schaden. Mittlerer Schaden hat einen Kreuzer. 3 Zerstörer verloren. Sehr gut. Und wir haben komplett die Schlachtgruppe vernichtet. Eine ganze Menge Pumpglieder gerettet. So, französische Schiffe haben eine ganze Menge Minenschaden gekriegt. Deine Schiffe. Ja. Goldküste passt. Gabon gegen. So, Nordalgerien. Schaffen wir immer noch. So, dann gucken wir uns mal unsere Schlachtgruppen an.
Die sind dicke französische Schlachtgruppen. Wie sieht es bei dir aus? Du bist als Schlachtgruppe 3-9, Munition, zur Hälfte der Munition verschossen. Sieht ganz gut aus. Was mit der anderen Schlachtgruppe? Bist sogar besser im Schuss. Dann lassen wir die Imperium Domin die moderne Mare Nostrum-Gruppe lassen wir hier draußen. Die Dembaster-Schlachtgruppe fährt zurück nach La Spezia. Reparieren. Was haben wir hier? Hier haben wir einen leichten Kreuzer. Ein Schlachtschiff, ein Schlachtkreuzer, vier Kreuzer, 10 Zerstörer. Okay. Das ist auch eine richtige Schlachtgruppe. Das ist ebenfalls eine richtige Schlachtgruppe von Franzosen. Wir machen das folgende. Wir schnappen euch. Ihr fahrt hierhin, unterstützt die Invasion. Wie siehst du aus? Dann haben wir ein paar angeschlagene Schiffe. Die Schlachtgruppe ist frisch. Das heißt, dich können wir auch nach Gaeta zur Reparatur schicken. So, du müsstest einmal komplett um die Weltgeschichte segeln. Dann schieben wir doch bitte nach Santa Cruz, um dich reparieren zu lassen. Während wir dich einmal hier hinschicken. Vielleicht kannst du das freikämpfen. Du bleibst hier erstmal eine Runde. Die Invasion läuft ja gut. Wir haben fast 100.000 Punkte gemacht. Gucken mal, Politik. Die Franzosen haben 500.000 Tonnen fast verloren. Sehr gut. Und 201 Schiffe haben sie noch. Da haben wir den ein bisschen schon ein bisschen was abgeknabbert. So, Flottenbau. In 3 Monaten haben wir leichte Kreuzer fertig. Passt. Werden Schiffe repariert? Passt auch. 500.000 Tonnen, unsere Häfen sind ein bisschen überlastet, aber auch nicht schlimm. U-Boote haben wir in einem halben Jahr fertig. Auch nicht schlimm. Dann geben wir mal ab. Eine Schlacht haben wir. Okay. Nur eine Schlacht. Krass. Sechsundzwanzig Schiffe sind in Reparatur. Eine Schlacht bloß. Okay. Frankreich, China, Italien, Sowjetunion. Gut, ja, das Geld passt nicht, ich weiß. Unsere Mare Nostrum, unsere Hauptflotte, tritt an in den Nordatlantik. Gegen drei Schlachtschiffe. 1, ja, rein von den Preisen sind wir ausgeglichen. Uns fehlt hier auch schon das. Sch ah, stimmt, der Schlachtkreuzer, der ist ja Duce, der ist ja abgesoffen, genau. Flandern-Klasse Schlachtschiff, Flandern-Klasse Schlachtschiff. Normandie, Flandern-Klasse. 130er Panzerung, wir haben 140er Panzerung. Nur ein Zerstörer. Okay. Und ein paar Kreuzer. Das ist für uns eigentlich sogar besser. Da könnten wir nochmal versuchen.
14 Zoll, Tonante, Gudion, Saigon, Devaston-Klasse, ne, Devaston, Devaston. Ja. Aber das machen wir in der nächsten Folge.